Jo Leute, was geht ab? Wie versprochen, ein Update nochmal kurz vor der FIBO. Heute ist Donnerstag. Hier sehen wir erstmal kurz ein Kraftupdate. Mein Maximal war 140 Kilo fünfmal. In der Massephase hatte ich 95 Kilo wog. Und hier sehen wir jetzt die 130 Kilo sechsmal. Heißt also, ein bisschen Kraft habe ich schon verloren durch die Diät. Aber ich denke mal, 130 mal 6 ist noch ganz in Ordnung. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was halt die Kraft angeht während der Definitionsphase. Heute ist Donnerstag, das Video ist vom Montag, also Montag, also recht definiert. Heute ist Donnerstag, das heißt der erste Tag der Ladephase beginnt und ihr seht schon die Adern, wie die rauskommen. Hier kurz ein paar Bilder, das war nach der Schule. Morgens habe ich halt geladen zum Frühstück und so. 4 Tage vorher habe ich entladen, heißt keine Kohlenhydrate und dann habe ich reingehauen jetzt. Erstmal 400 Gramm Kohlenhydrate, dann Freitag 800 Gramm Kohlenhydrate und dann ist Samstag die FIBO. Heute hat sie ja schon angefangen, es ist jetzt Donnerstag, ne? Und ganz ohne mich hat sie schon angefangen, aber wie gesagt, Samstag bin ich dann da. Vielleicht sieht man sich. Auf jeden Fall, was ich hier nochmal klarstellen wollte, viele Leute fragen mich, warum ich das überhaupt mache. Mich so quälen für diesen einen Tag auf der FIBO. Im Endeffekt ist das ja komplett behindert, sich so kaputt zu machen und so irgendwie 13 Wochen lang Diät zu machen, die ich gemacht habe, so nur für diesen einen Tag auf der FIBO, wo du da hingehst und halt ein paar Fotos machst. Also ich finde, als Bodybuilder sollte man immer einen Tag X haben. Da ich selbst noch nicht auf Wettkämpfe gehe, aber es bald vorhabe, kann ich halt dadurch schon mal testen, wie das so ist mit dem Laden, Entladen, Entwässern. Und das ist so gesehen ein Test, meinen Körper besser kennenzulernen, ihn auf einen Tag X vorzubereiten. Und ich bereite mich sicher nicht auf irgendwie einen Sommer vor oder so einen Scheiß. Das finde ich ein bisschen affig, beziehungsweise ist das nicht in meinem Sinne, mich irgendwie schick zu machen für den Sommer. Ich habe dann lieber einen Tag X, und das trifft sich halt sehr gut, dass an diesem Tag dann halt auch die FIBO ist. Und da kann man dann halt auch ein paar Fotos machen, Videos, die auch folgen werden von der FIBO. Die kommen dann Sonntag, Montag und so, folgen dann Videos von der FIBO. Also hier sehen wir, ich habe jetzt geladen heute, das ist jetzt auch aktuell die Form von gerade eben so gesehen, komme vom Studio, habe kurz gefilmt, Ganzkörpertraining gemacht. Die Form an sich, also die beste Form meines Lebens eigentlich, ich bin nicht komplett shredded, war auch nicht mein Ziel, ich bin nicht komplett shredded, ich bin gut definiert. Also ihr könnt auch gerne die Form bewerten, vielleicht bin ich ja in euren Augen ein Fettsack, aber ich denke mal, ich habe es doch ganz gut geschafft in den 13 Wochen, das zu erreichen, was ich wollte, gut definiert. Prall, Adern kommen raus, eigentlich alles, was ich wollte. Das Endgewicht kann ich euch erst später sagen, also am Samstag. Folgt mir auf Instagram, da kommen halt als allererstes die Bilder. Und da wird es auch Bilder von den Beinen geben. Ich kann hier leider kein Beinposing hier machen. Die Räumlichkeiten im Fitnessstudio sind einfach für den Arsch, da kannst du nur den Oberkörper filmen. Da wird es auch nochmal ein Foto geben von den Beinen. Die sind auch sehr gut geworden, Adern und alles. Ja, also ich bin jetzt gerade am Entwässern. Heißt also, die Form wird sich noch um einiges verbessern, da ich noch am Entwässern bin und am Laden bin. Heißt also, es wird nochmal praller, die Adern werden noch krasser rauskommen und auch entsalzen. Also heißt keine Salze und das Wasser wird minimiert. Man trinkt erst so 10 Liter die ganze Zeit, 7 Tage vorher. Dann wird das halbiert, dann nochmal halbiert, dann ist man bei 2,5 Liter und dann ist man irgendwann bei 0. Aber falls ihr ein Video haben wollt zum Entwässern, Entladen und Ladephase, solche Sachen, dann schreibt es in die Kommentare. Also ihr müsst es auch in die Kommentare schreiben, ansonsten mache ich es nicht. Weil das muss nicht unbedingt sein, so ein Video. Falls ihr es wollt, könnt ihr es reinschreiben. Alles klar. Ansonsten war das eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Vielleicht sieht man den einen oder anderen noch auf der FIBO. Dann könnt ihr euch auch live davon überzeugen, dass ich kein 60 Kilo Zwerg bin, sondern auch ein bisschen größer bin und da auch einiges an Masse drauf ist. Dann sieht man sich vielleicht mal. Ihr könnt mich gerne ansprechen. Und ich freue mich auf Samstag. Die Videos dazu folgen dann Sonntag, Montag und so. Auf Instagram seht ihr dann die Bilder direkt aktuell. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, Leute.